Kultursprecherin Heidemarie Unterreiner, die ihre politische Karriere übrigens vor 43 Jahren als Bezirksrätin gestartet hat. Ich habe das bei Google erfahren. Also vor 43 Jahren. Das ist also schon eine junge, dynamische Partei. Und in diesen 43 Jahren ist es der Frau Unterreiner nicht gelungen, irgendwo für Aufmerksamkeit zu sorgen oder auch nur irgendwo aufzufallen. Also die ist meine Favoritin als Vorsitzende der Selbsthilfevereinigung Anonymer Politiker. Und der Gesundheitsminister Stöger, den sich keiner merken kann, der wird ihr Stellvertreter. Aber gut, was ich eigentlich erzählen wollte, die FPÖ-Kultursprecherin Heidemarie Unterreiner, die hat ja jetzt gesagt, was passieren wird, wenn die FPÖ mal die Mehrheit hat. Dann kommt mehr Volksmusik ins Fernsehen. Super Idee, noch mehr Volksmusik ins Fernsehen. Bitteschön, Leute, die Frau Unterreiner, die schafft das ja nicht, so ihre Forderungen unter die Leute zu bringen. Aber könnt ihr das bitte ein bisschen herum erzählen, bei den Strache-Fans in der Disco zum Beispiel. Wenn ihr den wählt, dann kommt mehr Volksmusik ins Fernsehen. Nur mehr Volksmusik im Fernsehen. Geh, bitte macht's der Frau Unterreiner die Freude und erzählt das ein bisschen herum. Danke. So, aber jetzt muss ich leider einen Akt setzen, der mir sehr unangenehm ist, aber der leider unerlässlich ist im Sinne der Transparenz der Märkte. Ich werde jetzt nämlich das Rating der Ratingagenturen herabsetzen. Die Fundamentaldaten und die Gefühle der Märkte verlangen nach einer solchen kühlkalkulierenden Korrektur. Sie wissen ja, die Märkte, das sind ja furchtbare Sensibelchen und die sind momentan gar nicht optimistisch. Die sind sehr depressiv und pessimistisch. Die Märkte. Also ich habe mir da wie die Ratingagenturen auch mehrere Buchstabenkombinationen zurechtgelegt, mit denen ich die Ratingagenturen rate. ECDC Plus, EHEC, KGB und WC Minus. Und Standard & Poor's und Moody's und Fitch, die kriegen jetzt WC Minus. Damit rate ich sie leider nur mehr auf Schrottstatus. Was sage ich, auf Klo-Status? Ernst, sind ja jetzt alle furchtbar aufgeregt, weil die Ratingagenturen Griechenland de facto als Zahlungsausfall und damit als Bankrott werten und auch Portugal wieder herabgestuft haben. Und da fragen viele, sind die Ratingagenturen an der Finanzkrise schuld? Können wir nicht zumindest einen Teil der Probleme lösen, wenn wir sagen, weg mit diesen Ratingclowns? Na, das wäre natürlich übertrieben, aber es stimmt schon auch, dass die Ratingagenturen Teil des Problems sind und nicht der Lösung. Und sie haben in der Praxis nur negative Effekte. Also jetzt mal empirisch gesehen, wenn die Märkte überschießen, werden die Urteile der Ratingagenturen absurd positiv und wenn es wirtschaftliche Probleme gibt, dann verstärken die Ratingagenturen noch die Panik an den Märkten. Das ist mal die grundsätzliche Sache. Bizarr wird es aber, wenn man ins Detail geht. Die Ratingagenturen gibt es seit Beginn des vergangenen Jahrhunderts und man muss mal die Frage stellen, wem gehören sie und wer bezahlt sie? Man muss das ja auch mal auseinanderhalten. Also, wem gehören sie? Man denkt sich ja, das sollten irgendwelche öffentlich-rechtlichen Institutionen sein, um Interessenskonflikte zu vermeiden oder zumindest Vereine ohne Gewinninteresse wie der Verein für Konsumenteninformation oder die Deutsche Stiftung Warentest. Aber nein, die drei großen Ratingagenturen sind Finanzinstitutionen, die einfach anderen Finanzinvestoren gehören. Also Finanzinvestoren, die gelegentlich selber Wertpapiere auf den Markt werfen, die dann von den Ratingagenturen gerettet werden. Oder die viele Wertpapiere besitzen, die dann von den Agenturen gerettet werden, was ja für die Halter dieser Papiere nicht ganz unwichtig ist. Und da fragt man sich natürlich, hey, wie krank ist das denn? Aber es kommt noch dicker. Vom Beginn des 20. Jahrhunderts bis Ende der 60er Jahre verfolgten die Ratingagenturen folgendes Geschäftsmodell. Sie verkauften ihre dicken Wälzer mit der Beurteilung dieser und jener Aktie und dieses und jenes Wertpapiers und dieses und jenes Derivats an Investoren, also an jene, die ihr Geld anlegen wollten. Also sie druckten gewissermaßen einen Ratgeber und den haben sie dann verkauft. Anfang der 70er Jahre haben sie ihr Geschäftsmodell aber dann verändert. Warum, weiß man nicht genau. Vielleicht, weil der Kopierer erfunden wurde und sie fürchteten, die Leute könnten anfangen, ihre Hefteln zu kopieren und sich die Abokosten zu sparen. Jedenfalls sind sie dann dazu übergegangen, dass derjenige, der ein Wertpapier herausgibt, dafür bezahlen muss. Also, das muss man sich dann so vorstellen. Eine amerikanische Investmentbank erfindet ein neues, furchtbar kompliziertes, strukturiertes Wertpapier, das so undurchsichtig ist, dass es selbst die Heinis von der Ratingagentur nicht verstehen. Und diese Bank bezahlt dann für das Rating. Offiziell natürlich unabhängig vom Ergebnis des Ratings. Aber nun stellen wir uns mal vor, die eine Agentur, sagen wir Fitch, gibt der Bank ein schlechtes Rating. Dann muss Fitch natürlich fürchten, die Bank geht das nächste Mal zu Moody's. Und da redet man doch besser positiv, oder?
Und wenn man sein Geschäftsmodell mal so zugeschnitten hat, dann ist Korruption damit kein Unfall, sondern der logische Normalfall. Aber es kommt ja alles noch viel besser, viel skurriler. Die privatwirtschaftliche Institution, Ratingagentur, kann ja meinen, was sie will und es kann sich ja dran halten, wer will oder überhaupt nicht dafür interessiert. Aber so einfach ist das auch wieder nicht. Und zwar aus folgendem schlichten Grund. Die Regierungen haben irgendwann einmal beschlossen, dass Wertpapiere, die kein Rating haben, von bestimmten Investoren gar nicht gekauft werden dürfen. Also von Versicherungen, von Lebensversicherungen, von Pensionsfonds, von diesen vielen geförderten privaten Rentenversicherern etwa. Also die dürfen überhaupt keine ungerateten Papieren kaufen und die große Mehrzahl, rund 90% der Papiere, müssen sichere Anlagen sein und dürfen keine spekulativen Anlagen sein. Und jetzt raten Sie mal, wer da den Daumen rauf oder runter macht. Natürlich die Ratingagenturen. Das heißt, selbst ein staatlicher oder öffentlicher oder halböffentlicher oder öffentlich geförderter Fonds ist abhängig von den Bewertungen der privaten kommerziellen Ratingagentur. Das heißt, nicht die öffentliche Institution reguliert die Geschäftsregeln der kommerziellen Institution, nein, umgekehrt, die kommerzielle Institution bestimmt, was die staatliche Institution kaufen darf. Na, da sagen Sie jetzt auch, hey, wie krank ist das denn? Und da fragen Sie sich jetzt vielleicht, warum sind die Regierungen so deppert? Warum machen die das nicht einfach selber? Eine staatliche Institution, so einen TÜV über allen Verdacht erhaben, am besten gleich global, so eine Art Finanz-UNO, die den TÜV vergibt. Naja, da haben die Staaten dann auch wieder Angst. Was, wenn wir einem Papier den Sicherstempel geben und das dann kracht? Dann ist man da als Regierung doch viel angreifbarer, dann wird man vielleicht auch noch verklagt. Und wenn man das gewissermaßen als Finanz-UNO aufzieht, wo dann im Aufsichtsrat vielleicht jeder Staat einen Sitz hat, und dann stellen wir uns mal vor, da werden dann die Staatsanleihen von irgendeinem Mitgliedsland auf Schrottstatus runtergestuft, was das für diplomatische Verwicklungen gibt. Deshalb und auch deshalb, weil die USA mit ihren drei marktbeherrschenden Agenturen doch vergleichbar gut fahren, ist das doch ein sehr weiter Weg noch bis zu einem ordentlichen Verbraucherschutz an den Märkten. Deshalb ist der erste notwendige Schritt wohl, brechen wir einfach die Macht dieser Agenturen, indem man sie auf das hinabstuft, was sie de facto sind. Irgendwelche Heinis, die ihre Meinungen abgeben. Also sowas wie ich. Das ist doch absurd, dass eine private Firma hoheitliches Handeln bestimmt. Und dann sollen halt die Manager in den Pensionsfonds selber entscheiden. Zwischen relativ sicher und ziemlich riskant werden sie ja wohl noch unterscheiden können. Jedenfalls wohl nicht schlechter als die bestochenen Fuzis in den Ratingagenturen. Und all die Probleme, die darüber hinaus von völlig übertrieben aufgeblähten Finanzmärkten ausgehen, von einer Politik, die absichtlich Ersparnisse auf spekulative Märkte umlenkt und vom Wachstum großer Vermögen, die nach Rendite hecheln, die kriegt man eh nur weg, wenn man die Finanzmärkte an die Leine legt und nicht mit Ratings. Und viel besser als die Kollegen von diesem linksradikalen Schmierblatt, also der Financial Times Deutschlands, kann man das eh nicht sagen. Es hat etwas Fahrlässiges, wenn Politiker so wackeligen Urteilen überforderter Finanzmärkte und Agenturen hinterherlaufen, wie es Bundesregierung und EU-Kommission noch tun. Ob ein Sparpaket gut ist oder falsch, muss in einer Demokratie am Ende die gewählte Regierung entscheiden und gegenüber ihren Wählern verantworten. Nicht Agentur-Clowns.